Die? Die Gegend kenne ich. Das ist die Schwertküste. Nein, das ist die Bucht von Maracay. Habe ich doch gesagt. Dann muss ich Captain Crow hier irgendwo herumtreiben. Los, worauf wartest du? Spinde! Was wie dich erledige ich mit links. Ach, Mist! Ha! Chiraka! Volltreffer! Und die Dorfbewohner, die helfen mir nicht? Jedenfalls sind sie wohl auch nicht gegen mich jetzt mehr, ne? So, na gut, machen wir das jetzt nochmal. Na, Stich greif ich mir! Was? Quest gescheitert? Der geheime Zugang? Wieso? Aber wie soll das denn sonst? Was für dich erledige ich mit links. Gut so, der braucht das. Wie, dürfen wir jetzt... Ich verstehe das nicht. Ich verstehe das mit dem geheimen Zugang ehrlich gesagt jetzt nicht, weil wenn ich jetzt Gassier töte, ist die Mission abgebrochen. Mit dem geheimen Zugang. Aber Korrigentes soll im Dschungel sein. Also das ist jedenfalls der letzte Hinweis, aber eigentlich verstehe ich nicht. Ja, jetzt steht noch, ich muss zu Corrientes und der ist wohl im Dschungel. Ja, ich weiß nicht, sollen wir da nochmal hinlaufen? Muss ich ja wohl, scheinbar. Aber wo könnte er sein? Na gut, wir gehen da dann halt nochmal dahin. Ja, vielleicht habe ich da doch irgendwas übersehen, ich weiß es nicht. Ich weiß es wirklich nicht. Wo geht's eigentlich? Warte mal. Kommt man ja auch irgendwo lang. Gibt's denn? Ah! Ha! Ist eine Abkürzung. Habe ich voll ignoriert das letzte Mal. Okay, eine Sackgasse. Ach, hier wäre sogar auch ein Bett. Wo man... Achso, hier... Okay. So... So, sind wir hier. Dann müssen wir... Ich werde mich nun der Jagd widmen. Okay. Die Frage ist nun, wie kommt man da jetzt hin?
Da geht's wieder zu den Riesenspinnen in die Höhle. Da läuft man hier irgendwie so lang, aber es muss da auch einen Weg geben, wie man da hinkommt. Aber das sieht hier nicht so aus. Okay, kann man wohl hoch? Ist das hier richtig denn? Habe ich das letzte Mal übersehen? Da war es auch dunkel, glaube ich, ne? Als ich hier lang gelaufen bin. Ne, doch, hier war ich schon. Nur höher kommt man hier nicht. Ja, da denkt man, ah, man kann hier lang, aber... Na toll. Warte mal. Ja, das ist ein bisschen blöde. Sackgasse. Oh, ich dachte, das ist noch ein geheimer Weg irgendwie, aber... Ja, und da läuft man nur da lang. Es ist ja jetzt nun hell, vielleicht sehe ich da jetzt irgendwas, was ich beim letzten Mal, wo es hier wo dunkel war, nicht gesehen habe. Jetzt nochmal hier hoch, wo ich glaube, dass ich hier auch schon mal gewesen bin. Dass es hier auch nicht dahin geht, wo ich hin will. Na, und wie das jetzt nicht. Gold. Grog. Aber wieder Sackgasse. Die Spiel will einen manchmal glauben lassen, dass man den richtigen Weg gefunden hat, aber dann war es ja nicht so. Oh, jetzt bin ich ja fast tot. Ja. Und hier könnte man denken, hier geht auch noch ein Tunnel durch. Das ist auch nur eine Sackgasse hier. Oder zumindest sah das aus wie so ein Höhleneingang. Ja, ich würde sagen, wir müssen da wohl doch nochmal dahin, wo die Riesenspinnen waren. Da sollten jetzt eigentlich keine mehr sein, außer wir finden noch eine Abzweigung, wo ich nicht gewesen bin, aber ich meine... Da war nichts weiter. Außer der Weg da zu dieser Feuerwand. Aber ich weiß ja nicht. Soll es Corrientes Bescheid sagen, aber ich weiß nicht mal, wo der steckt. Einzige Hoffnung bleibt, wenn er doch noch leben sollte, was ich aber eigentlich nicht glaube, dass er doch noch irgendwo in dieser Höhle versteckt ist, wo ich irgendwas übersehen habe. War das jetzt hier?
Ah, hier. Gut, gucken wir nochmal, ob wir da irgendwo einen Weg übersehen haben. Zum Beispiel hier ist noch eine Spinne, die weiß ich. Die haben wir noch nicht getötet. Die haben wir zwar einmal getötet, aber da bin ich gestorben und musste das dann nochmal machen. Da habe ich die ignoriert. Ah, falsche Richtung. Das war ja sehr schlau. Ah, Mann, oh. Ja. Alter, da ging ja doch wieder einiges drauf. Meine Fackel. Ah, egal, ich nehme eine neue. Hier hätte ich auch gedacht, dass man das hier irgendwie weitergehen könnte, aber... ich verstehe das hier nicht. Warum ist hier diese Nische? Das verstehe ich hier ehrlich gesagt nicht. Und warum ist das hier? Das könnte man meinen... Da gibt es noch irgendwo einen Hebel. Aber dem scheint nicht so zu sein, dass es hier also eine Tür ist. Aber scheinbar. Keine Ahnung. Soll einen vielleicht auch nur wieder verwirren? Wie so viele Wege hier einen irgendwie verwirren. Glauben lassen, dass man da irgendwie weiter noch kommt. So, jetzt gucken wir mal. Das Blöde ist, wir haben ja für dieses Höhlensystem keinerlei... keine Karte irgendwie, die uns da irgendwie weiterhelfen könnte. Jetzt auch nicht weiter. Hier kommt man wieder zurück. Was auch immer das jetzt hier uns sagen soll. Ah. Na, hä? Ja, jetzt kommen wir hier zu dieser Feuerwand, wo wir auch nicht weiterkommen. Wir haben ja alle befragt. Ich weiß, oh, hier geht's auch noch nach links, nach oben. Tja, ohne Hilfe komme ich hier nicht weiter. Ja, aber woher kriegen wir die Hilfe? Corrientes gibt's ja nicht, oder wie? Hier kann man noch weiter nach oben, aber hier ist ja auch nichts. Ich weiß es nicht. Nicht mal. Ja, keine Ahnung. So, jetzt komm. Irgendwelche Vorschläge? Nein, vielleicht später. Ja, ja, sagst du immer. Ich glaub dir es nicht mehr. Ja, hier ist absolut nichts. Auch keine Spur von Corrientes, falls er noch lebt. Aber ich glaub, wie gesagt, nicht dran. Wir kommen da nicht durch. Chani könnte ja mal was machen, aber... warte mal. Habe ich irgendwas, was da vielleicht helfen könnte?
das nochmal benutzen? Warte mal. Kann ich das? Falscher Tod kann ich hier nicht benutzen. Ich weiß nicht, ob ich hier noch irgendwas habe, was mir da helfen könnte. Ja, Schädelzepter vielleicht? Ach so, ich könnte jetzt Stahlbart, warte mal. Vielleicht kann der ja mir helfen. Hä? Geht das nicht? Ich verstehe das nicht. Kann er mir ja helfen. Und nun? Ah, es ist gut, wieder unter den Lebenden zu sein. Ja, und das Gute dabei ist, ich kann dich jederzeit rufen und wieder verschwinden lassen, wie ich will. Verschwinden lassen? Was redest du da? Ich bin Gregorius Emanuel Stahlbart, Schrecken der sieben Meere, gefürchtetster Kapitän. Ja, ja, schon klar. Ich erkläre dir das ein anderes Mal. So, wie geht's dir eigentlich? Irgendeine Idee? Ich habe keine Verwendung für dich. Irgendeine Idee? Die Gegend kenne ich. Das ist die Schwertküste. Nein, das ist die Bucht von Maracay. Habe ich doch gesagt. Dann muss sich Captain Crow hier irgendwo herumtreiben. Der ist tot. Außerdem war er auf der Schwertküste. Ah, Schwertküste. Siehst du, ich wusste es. Na, tolle Hilfe. Wie geht's dir eigentlich? Was? Na, wie ist es so als... Geist. Geist? Ja, da fällt mir was ein. Kennst du eigentlich den alten Romanov? Na klar kenne ich den. Klar kenne ich den. Das war einer deiner Konkurrenten. Ich traf Kapitän Romanov auf Faranga. Die Inquisition hatte ihn gefangen genommen und in die Hafenkeizelle gesperrt. Der hatte immer panische Angst vor Geistern. Tatsächlich? Ja, so ein Schwächling. Ich habe auf meinen Raubzügen schon so einiges gesehen. Aber Geister? Glaub mir, Junge, das sind nur Märchen und Geschichten. Natürlich. Guck mal in den Spiegel. Guck mal in den Spiegel. Wozu? Spiegel sind was für Hofschranzen und Weicheier. Gib mir mal lieber eine ordentliche Flasche rum. Ja, ja. Super, das hat nichts gebracht. Vielleicht damit irgendwie. Auch nicht wirklich. Vielleicht mit dem Blutopfer durch.
kann ich den denn jetzt auswählen? Jetzt habe ich den. Ach so, ah. Das ist wie die Pistole. Oh, es ist der... Ah. Ich dachte, ich habe den jetzt weggeworfen. Mist, wie kommt man jetzt hier weiter? Okay, dann nehmen wir mal wieder unser Schwert. Dann nehmen wir unsere... Was hatten wir da? Tja, das ist doch blöd. Wie kommen wir da denn... Tja, ohne Hilfe komme ich hier nicht weiter. Ja, aber welche Hilfe? Garcia... Ach, ich... Ich komme da noch nicht mal hin. Ich kann höchstens hier noch mal. Na gut, gehen wir da mal hin. Okay, schlafen wir bis zum nächsten Morgen, dann ist wenigstens wieder hell. Aber ich bin da jetzt wirklich überfragt. Im Dorf haben wir eigentlich schon mit allen geredet und so. Okay, ich glaube, wir müssen da lang. Da sieht das auch so aus, als ob da noch irgendwie so ein Höhleneingang ist, auf der linken Seite hier irgendwo. Aber... Sieht wahrscheinlich nur so aus. Ja, kommt man nicht weiter. Wenn man hier hochgeht. Das Spiel will einen irgendwie immer Hoffnung machen. Da oben ist ja eine... Ob man da oben irgendwie lang kann? Hier wieder. Okay, dann gehen wir nochmal hier oben lang. Vielleicht kommt man von da irgendwie weiter.
Aber wie gesagt, wir haben eigentlich schon alles abgeklappert. Also ich wüsste jetzt nicht, wo wir noch diesen Corrientes, falls der noch leben sollte, finden. Das weiß ich nicht. Ist hier überhaupt richtig, dass ich da... Ja, also wenn, muss ich hier auf die andere Seite. Jetzt sind wir oben. Aber ich glaube trotzdem nicht, dass wir hier weiterkommen. Falsche Richtung. Wenn, müsste es ja irgendwo hier weitergehen. Komisch. Na gut, gehen wir noch mal hier weiter. Hier sind wir auch schon gewesen. Tja, ich weiß es nicht. Ich muss wohl denn mal leider in eine Lösung schauen, wie wir jetzt hier weiter verfahren. Weil, rede ich mit Garcia, dann kommt es zu dem Kampf und dann müssen wir ihn töten und dann ist die Quest abgebrochen mit der Feuerwand. Und der Corrientes scheint ja nicht mehr zu leben. Vielleicht war das ein Fehler, dass ich schon Garcia vorher auffliegen lassen habe. Aber weiß man ja nicht. Aber trotzdem muss das doch weitergehen. Denn oder muss ich ihn töten, damit es weitergeht? Na, aber ich brauche ja Hilfe. Aber wer hilft mir denn? Das weiß ich nicht. Bevor ich jetzt hier weiter tausendmal suche, ich weiß es nicht. Vielleicht muss ich auch hier wieder weg. Erstmal. Naja, ich weiß es nicht. Also, tut mir leid, da bin ich jetzt echt überfragt und da muss ich wohl doch nochmal in die Lösung schauen, so leid es mir tut. Aber oder es, ich habe mal einen Geistesblitz, aber hier kommt man jedenfalls nur in die Höhle dieser Feuerwand. Aber wie man hier hinkommt, ich glaube nur, wenn man durch die Feuerwand kommt, dann kann man auch dahin. Also, wie gesagt, was anderes haben wir nicht gefunden. Und im Dorf Marakai haben wir mit allen gesprochen. Da haben wir mit allen gesprochen. Das Schiff haben wir gekapert. Also, ich weiß es nicht. Im Logbuch könnte ich nochmal nachschauen, ob da noch was ist, was ich übersehen habe. Ne, das ist nur dieser Schatz. Sonst müssen wir vielleicht mal wieder zur Sturminsel. Vielleicht kommen wir da noch irgendwie weiter. Der geheime Zugang, ja. Corrientes will, dass ich den Zugang zum versteckten Tal finde. Also Corrientes alias Garcia, ne? Also Garcia ist das ja. Er weiß bereits, dass der Zugang von einer Flammenwand geschützt wird. Wenn ich für ihn den geheimen Zugang finde, will er mir sagen, wie ich durchkomme. Ja. Das ist leider nicht möglich. Also ich weiß nicht, sonst müssen wir ihn wohl töten. Ja, also das bleibt ja nur noch über, weil vielleicht, wenn wir ihn töten, kriegen wir vielleicht dieses Hilfsmittel, was wir brauchen. Und vielleicht hat er ja so einen Gegenstand, dass diese Feuerwand, ich weiß es nicht. Aber das, ja, machen wir vielleicht beim nächsten Mal, ne? Weil jetzt ist ja auch schon längst die Zeit rum, das lohnt sich jetzt auch nicht. Und ich will vielleicht lieber doch vorsichtshalber nochmal die Lösung mir vielleicht anschauen, falls es doch noch einen anderen Weg geben sollte. Also, naja, wenn es dir gefallen hat, gib mir doch einen Daumen und dann würde ich sagen, sehen wir uns dann das nächste Mal wieder und dann bis zum nächsten Mal. Also, tschüssikowski.